이 주는 해. Die Gründung des Vereinten Rats der Menschen. Ich danke euch allen erneut für euren tapferen Einsatz im Krieg gegen das Finsterreich. Auch diejenigen, die nicht an der Front gekämpft haben, haben mutig ihre jeweiligen Posten gehalten. Unsere Verluste sind groß, aber wir müssen unseren Blick nach vorne richten. Ganz genau. Auch wenn der Krieg vorbei ist, endet unsere Arbeit als Bürger hier nicht. Unsere dringendste Aufgabe ist es nun, die Sorgen in den Herzen der Menschen schnellstmöglich zu zerstreuen. Die Hohepriesterin ist tot und auch der Kommandant und viele andere verloren ihr Leben. Deshalb schlage ich als Nachfolge der Aktionskirche die Gründung des Vereinten Rats der Menschen vor. Hm? Vereinter Rat der Menschen? Und als dessen Repräsentant schlage ich Kirito vor. Danke. Was? Interessant. Ich stimme der Vizekommandanten zu. Die Stärke des Mannes habe ich am eigenen Leib erfahren. Hi. Ich stimme ebenfalls zu, denn Kirito ist hier der, der im Krieg den Kaiser niedergestreckt hat. Naja, warum nicht? Ja, ich glaube, das könnte lustig werden. Ich stimme dagegen. Erst einmal spreche ich mich dagegen aus, die Aktionskirche aufzulösen. Wenn so kurz nach dem Krieg selbst die Aktionskirche verschwindet, versinken die Menschen im Chaos. Das denke ich auch. Was ist so falsch an der Aktionskirche in ihrer jetzigen Form? Wie Kommandant Berkuli vor Kriegsbeginn erläutert hat, verfolgt die Kirche einen unmenschlichen Plan. Der Plan, das Volk in ein Schwertmonster zu verwandeln? Der Erzbischof soll uns ja auch in einen Tiefschlaf versetzt haben. Und es heißt, dass der Hochadel verdorben bis ins Mark ist. Wir sollten die Gelegenheit nutzen und die Regierung reformieren. Selbst wenn ich mich auf die Reformen einließe, verstehe ich nicht, wie Sie dazu kommen, diesen Kerl zum Repräsentanten zu machen. Ist das nicht das Suspekt, dass die Hohepriesterin gestürzt und die Aktionskirche zum Fallen gebracht hat? Ich wüsste auch gerne, was ist der Grund? Warum dieser Mann? Sie sagten, er sei stark und habe den Kaiser besiegt, aber wenn die Starken die Mächtigen sind, herrscht dasselbe Gesetz wie im Finsterreich, das Recht des Stärkeren.
Kommandant Berkuli mag gefallen sein, aber Sie, Vater Nemo, die Vizekommandantin, sind noch am Leben. Damit sollten Sie auch die Repräsentantin werden. Die Führung eines neuen Systems sollte jemand vollkommen neuen übergeben werden. So entsteht auch bei den Bürgern der Eindruck einer großen Veränderung. Wenn einer von uns Repräsentant wird, sieht man keinen Unterschied zur Aktionskirche. Außerdem bezogen sich meine Worte nicht nur auf Kiritos Kampfkraft. Er besitzt auch die Gabe, selbst in einem Duell auf Leben und Tod das Denken seines Gegenübers zu ändern. Für das Menschenreich, dem großen Veränderungen bevorsteht, gibt es keine geeigneten Repräsentanten. Aber so ein Kind wie er der Aufgabe des Repräsentanten jemals gerecht werden kann? Ich hörte, dieser Mensch sei wild und unberechenbar. Ein solcher Mann soll... wild und unberechenbar? Das schmerzt. Alter und Äußerlichkeiten sind in dieser Sache zweitrangig. Und wenn nötig, können wir ihn unterstützen. Außerdem war doch auch der werte Herr Kommandant ganz schön eigensinnig. Ständig war er irgendwo allein unterwegs, oder Vater Nemo? Ja, tatsächlich war er sehr unabhängig. Und bei ihm war das auch kein Problem, also sollte es das jetzt auch nicht sein. Im Notfall müssen wir ihn eben unter unsere Fittiche nehmen. Nun gut, seid ihr also einverstanden, Nerigius und Etikia? Naja, von mir aus. Ich bin einverstanden. Wenn Vater Nemo so darauf besteht, bleibt mir wohl keine Wahl. Aber dann wünsche ich, dass wir seinen Berater gewissenhaft auswählen. Naja, das sollten wir doch Vater Nemo überlassen können. Was das angeht, würde ich gerne, aber das könnte etwas schwierig werden. Was? Wieso denn? Gibt es irgendein Problem? Bist du etwas schwanger? Einer Frau kann man so etwas einfach nicht verheimlichen. Ja, so ist es. Was? Wirklich? Unglaublich, ein Kind des verstorbenen Kommandanten also. Und in ihrem Zustand haben sie diesen heftigen Krieg ausgetragen? Dann ist es tatsächlich schwierig, in der Rangfolge würde dann Dosselbert folgen. Genau, in dieser Sache sollte tatsächlich... Entschuldigung. Was ist denn, Renly? Wie wäre es, wenn wir die Rolle der Beraterin Asna überlassen?
Schließlich ist sie die wiedergeborene Stacia und hat sich zudem äußerst verdient gemacht. Asna? Die Wiedergeburt Stacias? Was meint ihr damit? Hi. Also... Unglaublich. Das ist wahrhaftig ein Wunder. Diese Dinge übersteigen nun wirklich unseren Verstand. Gut, dann sollte eigentlich jeder zustimmen. Dann sollten wir aber lieber Stacia als diesen Kerl zur Repräsentantin machen. In solchen Dingen ist Asna wahrscheinlich wirklich besser als ich. Ich hörte, Asna sei vertraut mit Kirito. Dann sollte ihre Regentschaft sicher gut verlaufen. In diesem Fall empfehle ich Asna als stellvertretende Repräsentantin. Keine Einwände. Ebenfalls. Hi. Ich bin ebenfalls einverstanden. Hi. Ich natürlich auch. Warte. Dann werde ich jetzt Asna holen. Was? Ich, die stellvertretende Repräsentantin des Vereinten Rates der Menschen? Das geht nicht. Ich weiß doch überhaupt nichts über diese Welt. Es gibt sicher jemanden, der geeigneter ist als ich. Ich war Zeuge, als du vom Himmel herabgestiegst und Thies und Ronny und mich gerettet hast. Es sah ja auch so aus, als würdet ihr vor meinen Augen getötet werden. Auch unter den Soldaten hat sich das Gerücht über Stacia verbreitet. Wenn du stellvertretende Repräsentantin wirst, kann das Volk beruhigt leben. Ich bin aber nicht die Wiedergeburt von Stacia. Asna. Ich wäre auch beruhigter, wenn ich dich an meiner Seite hätte. Das wäre eine große Hilfe. Kirito. Keine Sorge, ich lebe doch auch erst seit 2 Jahren in dieser Welt. Außerdem gibt es einen Haufen Leute, die uns helfen. Du schaffst das ganz sicher. Also, auf gute Zusammenarbeit, werte Vizekommandantin. Hör auf, mich so zu nennen, Mann. Da habt ihr mich ganz schön überrumpelt. Ich hätte die Aufgabe ja übernommen, aber leider spielt mein Körper nicht mit. Vater Nemo wird ein Baby bekommen. Was? Wirklich? Herzlichen Glückwunsch. Na gut. Ich weiß zwar nicht, wie weit ich euch helfen kann, aber ich übernehme die Aufgabe. Oh, du nimmst an? Danke, Asna. Du musst mir ganz viel beibringen, Kirito. Tanonda-so.
Nun denn, Herr Repräsentant, deine Rede zur Gründung des Vereinten Rats der Menschen. Rede? Zeig es uns, Meister. Ich bin Kirito. Ich wurde zum Repräsentant gewählt. Freut mich sehr. Was war das denn, Kirito? Naja, ich dachte, so macht man das. Kirito. Bitte sprich so, wie du es gewohnt bist, Herr Repräsentant. Damit wirst du eher alle erreichen. Verstehe. Also dann. Vater Nemo sagte eben, dass sich im Menschenreich viel verbessern müsse. Aber ich weiß, dass alle im Menschenreich, nein, in der gesamten Underworld von Grund auf gut sind. Das habe ich von den hier versammelten Integrationsrittern, den Menschen in Centoria und in Rulit und von meinem treuen Freund gelernt. Tatsächlich gibt es Dinge, die sich bessern müssen, aber ich glaube an eure Kraft. Allein schaffe ich das nicht, aber ich setze auf eure Unterstützung. Vielen Dank. Oh. Wir müssen dir danken, Herr werter Repräsentant. Wir verlassen uns auf dich. Es ist jedenfalls sicher, dass die Dinge nicht laufen werden wie früher. Auf gute Zusammenarbeit. Kirito, macht uns bitte zuerst einmal mich und zähl zur Integrationsrittern, okay? Ganz genau, damit musst du anfangen. Kirito, geben wir unser Bestes.